So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Engladin, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, das ist eine kleine Testaufnahme. Ich habe hier gerade mein Headset eingerichtet und OBS. Ich kann jetzt mal ein bisschen sehen hier. OBS gestartet und nehme hier ein bisschen auf. Kann man es hier mal ins rechte Bild rücken. Bart. Oh. Aufnahmeception. Ja. Da hört man so, da sieht man unten hier. Hier sieht man. Hier sieht man es. Mein Headset. Bam. Ja, ich würde das mal testen und da bin ich jetzt hier auf einer Spieleseite und ja, eine Spieleseite aus alten Tagen. Das habe ich damals in meiner Kindheit oft genug gespielt auf dieser Seite. Und da gucken wir heute mal Abenteuer. Multiplayer klingt auch nicht schlecht. Da mal ein paar Spiele antesten und mal gucken, wie das so ist. Also, das klang zumindest in den Testaufnahmen schon ganz gut. Jetzt haben wir ja Doodle Jump. Ja. Wollen wir damit anfangen, hier mit der PC-Version von Doodle Jump? Warum nicht? Ja, nice. Und da können wir gleich mal gucken. Das ist natürlich nicht mit WASD, sondern mit den Pfeiltasten. Ja, wird mit den Pfeiltasten gestört. Doink. Mal die Maus aus dem Bildschirm rausnehmen. Und da können wir mal testen, wie meine Sprache hier zu dem Spielgeschehen funktioniert. Wie die Hintergrundgeräusche, ja. Eine kleine erste Testaufnahme, die vielleicht veröffentlicht wird. Vielleicht. Kommt drauf an, wie gut es dann wird. Boink. Ja, Doodle Jump. Das habe ich auch als Handy-App. Könnte man mal auch auf dem Handy spielen. Aber da sind wir gerade auf dem PC. Rechts und links ist natürlich auffällige Werbung. Das darf natürlich nicht fehlen. Ja, Webseiten. Oh, da bin ich runtergefallen. Ja, Google Play. Das kann man sich im Google Play Store oder im Apple Store runterladen. Spiel das gerne zwischendurch mal. Wenn mir langweilig ist. Auf dem Smartphone. Smartphone. Ja, da war ich nicht konzentriert genug. Ja. Und schon geht's wieder nach unten. Ja. Ein sehr schönes Doodle. Da kann man seinen Namen noch gar nicht richtig eingeben. Auf der App kann man das. Du kannst dann deinen eigenen Highscore sehen. Mit deinem Namen dann. Ja. Ein schönes Spiel. Spiel aus meiner Kindheit. Ja. Wie oft habe ich das gespielt? Auf dem Handy. Auf meinem ersten Handy sofort gespielt. Ja, wir wollen jetzt hier nicht die ganze Zeit Doodle Jump spielen. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Was man noch so spielen kann. Ja, ja. Fireboy und Fireboy und Watergirl. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Das habe ich auch viel zu oft gespielt. Coole Spiele hier. Viel zu viel Werbung. Ich kann mich gar nicht auch jetzt bei der Doodle Jump App, die habe ich mir jetzt
letztens nochmal neu geholt und nochmal neu runtergeladen. Achso, hier. WASD ist, also mit WASD steuert man das Watergirl und mit Pfeiltasten den Boy. Alles klar. Da verrecke ich mich reinspringen? Nein. Tue ich nicht. Aber wenn ich ins Blaue reinspringe, wahrscheinlich. Ah, okay. Was ich sagen wollte, in der Doodle Jump App, die habe ich mir neu runtergeladen, jetzt vor ein paar Tagen. Den alten Zeiten zuliebe, das mal wieder zu spielen. Da ist viel zu viel Werbung drin. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da früher Werbung drin war. Also, vielleicht irre ich mich da auch, vielleicht sind meine Erinnerungen falsch immer. So viel Werbung, wie es da... Oha! Sie ist gestorben. Ja, so viel Werbung wieder heute drin ist. In meinen Erinnerungen war da wenig drin. Weniger Werbung bei Doodle Jump. Oh Mann. Ja, WASD-Steuerung bin ich noch nicht gewohnt. Bin kein PC-Gamer. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Die Pfeiltastensteuerung kenne ich natürlich. Ah, von den Konsolen. Das Pfeiltastensteuerung noch nicht, ja, so ungewöhnlich. Und... Oh, da muss einer drauf stehen bleiben, oder was? Oh, wei. Und, ja... Was wollte ich jetzt sagen? Habe ich verloren. Den roten Faden verloren. Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, bin halt kein PC-Gamer. Und damals als Kind habe ich natürlich auch die Spiele mit Pfeiltasten gespielt. Also WASD. Die Pfeiltasten. Na, okay. Machen wir hier das erste Level. Sind mir jetzt PC-Games möglich, jetzt Let's Play zu bringen? Womöglich, wenn die Aufnahme jetzt hier gut ist und man zumindest jetzt mit diesem Headset funktioniert, wenn das... Warum nicht? Mit OBS scheint hier super zu klappen. Auf diesem PC könnte es in Zukunft vielleicht... Ich will nichts versprechen, aber... Ja... Ein PC-Game als Let's Play wäre ich gerne mit dabei. Schaut erstmal, wie diese Aufnahme im Nachhinein aussieht. Ja, ich stelle mich ein bisschen blöd an mit der VR-SD-Steuerung. Tut mir leid, ich bin es wirklich nicht gewohnt. So, da haben wir alle Kristalle eingesammelt und gemeinsam in die Tür. Geschafft. Da geht's dann ins nächste Level. Ja. Können wir kurz reingucken. Wow. Ja. Das wollen wir jetzt nicht spielen. Davon gibt's sogar 4 Teile. Das ist der dritte, das ist der zweite, das ist der vierte. Da ist der erste. Minecraft. Block World. Okay. Block World. Ah, alles klar. Ein schlechter Abklatsch von Minecraft. Block World. Willst mich doch verarschen, oder? Free Play. Nee. Nicht dein Ernst. Mit WASD natürlich. Nee, komm. Wie springe ich hier? Ah, okay, so kann ich die Glitzer bauen. Was ist denn das? 2, 3.
widerlich. Eine peinliche Nachmache von Minecraft. Bah, was ist das? Was ist? Ist das mein Körper? Oh Mann. Bah. Was zum Heck? Boah, das sieht ekelhaft aus. Der Sonnenuntergang. Boah, das sieht. Boah, Gott, das sieht schrecklich aus. Er hat das uns abhauen. Wie komme ich hier raus aus dem Spiel? Quit Game. Ja, 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 bitte. Schrecklich. Ja. Paper Minecraft. Oh nee. Nee, da müssen wir jetzt nicht reingucken. Miese Betrüger. Ja, Multiplayer, da gucken wir nochmal rein. Was haben wir hier? Super Spin.io. Ein IO-Game mit Fidget Spinnern. Ja, ist klar. Warum nicht? Superspin.io. Das bin ich. Invalidname. Ach so. Darf wahrscheinlich kein Üs benutzen und keine Leerzeichen. Ja, mein Name, der ist ein bisschen kompliziert. Bei solchen Spielen. Und ich bin ein Fidget Spinner, ein ganz kleiner Fidget Spinner. Alles klar. Ich dachte, dieser Trend wäre vorbei. Und das hätten wir durchgestanden. Aber nein. Ein annehmend Fidget Spinner ist hinter mir her. Ja, nee. Ist klar. Und damit seid gegrüßt zu einem kleinen Fidget Spinner Duell hier in superspin.io. Bartkratz. Das hört man wahrscheinlich neben dem Headset sehr gut. Und da wurde ich von Kasachstan und Kazakhstan aufgemampft. Ja, ist klar. Hier mal Slither.io. Dürfte bekannt sein. Agar.io. Ja, ist jetzt bekannt. Vier-Player-Parcours. Darf ich da noch ein bisschen spielen? Downloading Game. Nee, bitte nicht. Möchte ich nicht auf meinem Rechner haben. Ja, versuchen wir mal das als letztes Spiel. Ich bin natürlich rot. Okay, da bin ich, wie, was, wann, wo. Wie ist die Steuerung, was, wann. WASD. Und ich, schieße hier mit roten. Verstehe. Minigames. Alles klar, da muss ich wahrscheinlich drüber hüpfen. Okay. Jetzt muss ich mich da hoch. Wie springe ich denn? Leertaste natürlich. Ich bin in der Säure. Ich werde sterben. Ja. Mist. Da bin ich, der Rote. Oh Mann, Säure. Oh, ja. Ich sollte vielleicht nicht die Säure berühren. Die Störung ist hier ziemlich, ziemlich überbelastet hier über. Ja, verrückt. Ja, komm, lass uns bleiben. So, Puzzle hätten wir noch. Ja, nee.
Dann würde ich mal sagen, war es das hier für diese kleine Testaufnahme? Ja. Snail Bob, ja, das ist cool. Das ist ganz cool. Können wir zum Abschluss zur Abmoderation noch ganz kurz reinhauen? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier veröffentlichen werde. Kommt drauf an, wie gut die Aufnahme geworden ist. Wenn ich das veröffentlichen werde und der Sound gut ist und das alles, ja, die Musik ist ja ziemlich gut.